Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Alles hat ein Ende. Und lasst euch definitiv nicht von irgendeinem Hanswurst auf YouTube da was anderes einreden. Aber ganz im Ernst, das Wochenende, das jetzt gerade zu Ende geht, das ist ein ganz besonderes Wochenende in der Geschichte des Kanals Playzocker Reviews. Und falls ihr euch jetzt gerade denkt, wieso eigentlich? Dann wundert mich das überhaupt nicht, weil der Grund, warum dieses Wochenende ein derartig besonderes Wochenende ist, den kennt ihr noch nicht. Und was das Ganze jetzt noch cooler macht, ich verrate ihn euch nicht. Aber eines kann ich definitiv jetzt schon verraten. Auf dieses Wochenende werde ich in den nächsten Wochen, beziehungsweise vielleicht sogar bis hin zu Monaten, immer wieder Bezug nehmen, beziehungsweise wir werden einige wahnsinnig hoffentlich coole Sachen sehen, die sich an diesem Wochenende zugetragen haben. Auch da muss ich mich an der Stelle relativ vage ausdrücken, weil dieses Wochenende, jetzt gerade wo ich in der quasi Vergangenheit über dieses Wochenende spreche, noch nicht stattgefunden hat und es quasi für mich jetzt am Mittwoch am Abend eigentlich dann doch erst in der Zukunft ist. Aber anyways, das Wochenende vom 20. bis 22. Jänner 2023 ist etwas Geniales für mich, schon alleine von der Theorie her, und ich hoffe und freue mich drauf, was da passiert, beziehungsweise jetzt rückblickend gesehen im Sammlungsupdate, was da passiert ist und was wir euch dann irgendwann einmal davon zeigen können. Aber apropos zeigen können, zeigen kann ich euch in diesem Sammlungsupdate auch völlig losgelöst von dieser Geschichte auch das ein oder andere coole Ding, denn ich habe in der vergangenen Woche zwar nicht wahnsinnig viel selbst eingekauft, aber ich habe einige wahnsinnig geniale Dinge bekommen, nämlich einerseits ein cooles Mystery-Paket von meinem lieben Patreon-Supporter Martin Kalis. Ich habe eines von meinem allerersten quasi Patreon Evergreen André L. bekommen mit einigen absolut fantastischen Überraschungen drinnen, und ich habe dann auch noch ein paar Rezensionsmuster bekommen. Das heißt, wir sind natürlich wieder am Sonntag um 17 Uhr vereint zum allwöchentlichen Sammlungsupdate hier auf Playzocker Reviews. Aber bevor wir jetzt tatsächlich mit diesem Update wirklich beginnen, möchte ich natürlich in dem Fall auch wieder die Chance nützen und mich bei einigen Leuten ganz besonders bedanken, die meinen Kanal aktuell sogar finanziell unterstützen. Da gibt's einerseits Leute, die die Kanalmitgliedschaft auf YouTube nützen, beispielsweise Astons Martin, der übrigens, glaube ich, einen meiner persönlichen Lieblingskommentare des noch extrem jungen Jahres 2023, aber sogar auch darüber hinaus, vor kurzem hier auf dem Kanal gepostet hat unter mein Review zu dem von Wicked Vision veröffentlichten Film Man of Violence, weil nämlich tatsächlich das für ihn namensgebende Auto der Aston Martin in diesem Video, also in diesem Film und damit dann irgendwie auch in meinem Review vorgekommen ist. Ganz lieber Gruß an dich an der Stelle und vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Außerdem möchte ich mich natürlich auch in diesem Sammlungsupdate wieder ganz recht herzlich bei meinem lieben Kanalmitglied Hartwig Stolzlechner, entschuldigen, hätte ich jetzt fast gesagt, bedanken und vielleicht auch ein bisschen entschuldigen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie pünktlich ich mit meinem Wunsch-Quickie für den Jänner 2023 sein werde. Denn Hartwig hat für sein Jänner-Wunsch-Quickie für das neue Jahr eine ganz besondere Aktion gestartet. Nämlich hat er diesmal nicht einfach einen Titel ausgesucht oder mir die Wahl zwischen zwei Titeln gegeben. Nein, er hat euch die Wahl gegeben zwischen drei verschiedenen von ihm genannten Titel. Da war nämlich einerseits der Canon Science-Fiction-Streifen Alien Killer dabei, es war der Cut 3 Reißer Intruder, beziehungsweise der Indie-Geheimtipp The Children, irgendwas mit Children aus 2008. Man merkt, welcher Film nicht gewonnen hat beim Voting. Das war der, wo ich mich nicht mehr an den Titel erinnern konnte. Nein, gewonnen hat Alien Killer. Das ist ein Science-Fiction-Streifen, den ich euch dann hoffentlich noch im auslaufenden Monat Jänner 2023 im Quickie-Review vorstellen kann. Auch an der Stelle noch einmal, lieber Hartwig, vielen, vielen, vielen Dank für deine absolut großartige Unterstützung. Und damit wechseln wir auf meine Patreon-Supporter. Wir haben ja schon ganz kurz den lieben Martin Kalis angesprochen, den Administrator der Facebook-Gruppe Stars and Me, einer wundervollen Gruppe, wo man Fotos von
berühmten Personen mit weniger berühmten Personen sehen kann, die sich aber wahnsinnig viel Mühe dabei geben, die Fotos mit den berühmten Personen wahnsinnig cool ausschauen zu lassen, was ich mir tatsächlich wahnsinnig gerne anschaue. Aber über den Martin sprechen wir dann auf jeden Fall im Laufe des Sammlungsupdates heute noch einmal etwas genauer, wenn ich dann zu seinem Mystery-Paket komme. Und ich möchte mich an der Stelle auch noch einmal bedanken bei dem lieben Kevin Zindler, der ja seinerseits ebenfalls mehr oder weniger seine Finger bzw. seine Stimmbänder nicht ruhig halten kann als Stammsprecher beim Cine Entertainment Talk Podcast, als Buch- und Magazinautor für den Wuzi Verlag bzw. für das Art of Horror Magazin und last but not least natürlich eben André Hell, der bereits seit März 2020 hier als Patreon-Supporter, als erster Patreon-Supporter ever mit dabei ist und der mir in der vergangenen Woche wieder, und das muss man wirklich sagen, die quasi Definition eines Überraschungspakets geschickt hat, weil das, was ich da bekommen habe, war wirklich wahnsinnig überraschend. Aber bevor wir uns jetzt mit den großartigen Mystery-Paketen beschäftigen, ganz kurz noch einmal ein Exkurs in quasi das, was in den nächsten Tagen hoffentlich oder beziehungsweise der nächsten Woche hier auf dem Kanal so vonstatten gehen wird, denn ich habe in der letzten Woche auch noch zwei Rezensionsmuster Pakete bekommen, nämlich von der Bush Media Group bzw. von Play and Pictures zu Titeln, die ich euch dann natürlich noch ausführlich im Blu-ray-Check vorstellen werde. Da habe ich von der Bush Media Group einerseits eben den vierten Foot Soldier Film Rise of the Foot Soldier, dass das so ein Zungenbrecher wird, damit hätte ich nicht gerechnet, The Mabea Job bekommen bzw. den ukrainischen Kriegsfilm, immer noch zwei Wörter, die im selben Satz irgendwie ein bisschen komisch klingen. Sniper, The White Raven, beziehungsweise die Mediabook-Neuauflage von Valentine, The Dark Avenger aus dem Jahr, glaube ich, 2016. Ein indonesischer Martial-Arts-Comic-Action-Streifen, der zwar 2020 bei uns bereits erschienen ist, jetzt dann aber seinen Weg auch in ein Mediabook gefunden hat, mit einem 32-seitigen Comic-Booklet. Außerdem habe ich von Play on Pictures bereits einen Titel erhalten, den sie ja quasi vor wenigen Tagen überhaupt erst angekündigt haben, nämlich, hoppala, nämlich den mittlerweile siebenten Teil aus der großartigen Mario Bava Collector's Edition, nämlich den, muss man wirklich sagen, fantastischen Film Planet der Vampire, der außer mir auch noch einige andere wirklich interessante Fans hat, wie beispielsweise Nicholas Winding Refn, den Regisseur von Drive, der nämlich auch dafür gesorgt hat, dass der Film eine brandneue 4K-Abtastung spendiert bekommt und jetzt dann eben auch gleich in 4K in dieser Edition erscheint, die ich jetzt dann übrigens gleich einmal hier im Hintergrund noch behalten werde, weil sie einfach massiv genug ist, um hier als Buchstütze relativ gut fungieren zu können. Außerdem kann ich dann in diesem Sammlungsupdate noch einmal ganz kurz herzeigen, dass ich mittlerweile tatsächlich auch im Besitz von einem unbeschädigten Scream 2 4K Steelbook bin. Das habe ich euch ja letzte Woche bereits im Sammlungsupdate vorgestellt, aber da hatte mein Steelbook ja dank der erstens großartigen Verpackung von Amazon und zweitens der großartigen Behandlung von Paketen durch die österreichische Post eine fette Delle mit drinnen. Und da habe ich das Ganze natürlich ausgetauscht, aber glücklicherweise ist jetzt hier mein Austauschexemplar heil angekommen. Dann können wir an der Stelle uns auch noch einmal ganz kurz anschauen, was ich beim Mediamarkt bekommen habe, weil da hatte ich letztens tatsächlich Glück, der Mediamarkt, da gibt es einen, zu dem ich quasi relativ gemütlich hinkomme und weswegen ich dann immer wieder gerne so im Vorbeigehen mal kurz reinschneide und schaue in erster Linie, was es dort in den Abverkaufsschütten gibt. Und da findet man immer wieder das ein oder andere Schnäppchen. So habe ich hier zwei Spiele bekommen um jeweils 10 Euro grad aus, was finde ich für diese beiden jeweiligen Spiele recht interessant ist. Da habe ich nämlich einerseits die Disney Games Collection mit Jungle Book, Aladdin und Lion King bekommen. Das sind eben drei Spiele, die hier gebündelt sind, wobei Jungle Book komplett irrelevant ist, zumindest für den Trophy-Jäger in mir, weil ich
ich weiß jetzt gar nicht welches, eines von den beiden Spielen hat mehr oder weniger 13 von 16 Trophies und das andere hat dann quasi nur mehr den kleinen Rest. Aber das ist auf jeden Fall eine Platin, die grundsätzlich jetzt einmal gar nicht mal so einfach ist. Aber es gibt einen Cheat-Modus, wo man sich mehr oder weniger in einer Stunde durch die komplette Collection zocken kann und wo man sich die Platin dann eben relativ flott, ich will jetzt nicht einmal sagen verdienen, sondern einigen wir uns vielleicht auf abstauben kann. Dazu finde ich aber relativ cool, dass es in diesem Package sogar noch ein Booklet gibt, nämlich wirklich ein Booklet gibt, das mit 24 Seiten ausgestattet ist, das sogar so, wie man es von den klassischen alten Spielen, wie ich begonnen habe, gewohnt ist, dann noch die Steuerung und sonstige Details erzählt das Ganze mit ein paar Grafiken und Artworks aus den Spielen. Dazu sei allerdings gesagt, dass ich das Ganze natürlich eher kenne, so dass es dann auch mehrsprachig ist und das nicht in der deutschen Fassung nur einfach das englische Original mit drinnen ist, aber wie gesagt, das ist in dem Fall für mich Meckern auf höchstem Niveau, weil bei den ganzen anderen Spielen, die ich in der letzten Zeit gekauft habe, gab es einfach gar kein Booklet und da nehme ich natürlich das wesentlich lieber, das macht halt einfach das ganze Package ein bisschen schwerer, ein bisschen hochwertiger und ein bisschen cooler. Grundsätzlich. Dann habe ich ebenfalls zugeschlagen bei dem Spiel Nickelodeon All-Star Brawl, wo man sich quasi mit bekannten Nickelodeon-Charakteren gegenseitig die Kauleiste neu tapezieren kann. Es ist, glaube ich, übernommen worden von PlayStation All-Stars Battle Royale oder wie auch immer dieser Meilenstein der Videospielgeschichte heißt. Aber was ich in dem Fall interessant finde, danke an der Stelle übrigens tatsächlich auch wieder an André, der mir das mitgeteilt hat, dass es da bei der PS5-Version einen netten, ich nenne es nicht Cheat, nennen wir es Workaround gibt, dass man nämlich offensichtlich ähnlich wie bei dem Spiel Magicka 2, wenn du im Koop, aber in dem Fall quasi im lokalen Spiel mit jemandem spielst, der bereits Trophäen in diesem Spiel hat, dann bekommst du auf deinen Account dieselben Trophäen auch freigeschaltet. Heißt also, solltest du in deinem Bekanntenkreis einen Freund haben, der die Platin von diesem Spiel hat, reicht's eigentlich, wenn du dich auf deiner Konsole mit deinem Account einloggst, ihn als zweiten Spieler hinzufügst oder umgekehrt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, und einfach das Spiel aufdrehst und du hast Platin innerhalb von wenigen Sekunden. Diejenigen, die das Ganze auf die offizielle Version machen müssen, so wie ich es wahrscheinlich vorhaben werde müssen, weil ich nicht glaube, dass ich irgendjemanden kenne in meinem näheren Bekanntenkreis, der dieses Spiel besitzt, der hat circa 10 Stunden Arbeit vor sich, aber trotzdem ein Spiel, das angeblich recht witzig sein soll, aber dafür auch nicht besonders schwer, weil ich glaube, man kann eh alles irgendwie auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad machen und so weiter und so fort. Also, das ist sicherlich eine ganz nette Sache, aber für diejenigen, die da vielleicht jemanden kennen, ein netter Boost, um sich da die Platin schnell verdienen zu können. Es gibt zwar einige Leute, die offensichtlich auch bei der PS4 verhältnismäßig Sekunden-Platin-Zeiten haben, aber von dem, was ich gelesen habe im Trophy-Forum, ist das irgendwie ein Exploit, beziehungsweise ein Programmierfehler, muss man in dem Fall ja eigentlich schon fast dazu sagen, der nur für die PS5-Version gilt. Aber ich fand auch einfach, so einen Brawler kann man ja natürlich ganz gerne haben, weil ganz ehrlich, wir als Nicht-Nintendo-Freaks haben halt einfach kein Super Smash Brothers zu Hause. Dankeschön! Und müssen uns dann halt einfach auf die nähersten Sachen zu den Mario-Titeln konzentrieren. Wir haben dann halt einfach Crash Team Racing oder Nickelodeon All-Star Brawl, weil ich glaube, PlayStation All-Star Battle Royale, wenn man dazu jemanden einladen möchte, sollte er wissen, was einem blüht, flüchtet er sofort und wenn nicht, dann flüchtet er spätestens, nachdem er erfahren hat, was ihm in diesem Spiel blüht. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt dann noch einmal ganz kurz auf ein ähnlich interessantes Ding. Ich habe ja hier auf meinem Kanal schon öfter gesagt, dass ich persönlich ein relativ großer Fan von Kabarett bin und dass ich natürlich eben auch Dieter Nuhr ganz besonders mag. Und da habe ich jetzt wieder einmal bei meinem quasi Lieblings-Thrift-Store etwas bekommen, aber dazu gleich einmal mehr. Wir sollten uns echt nicht über alles aufregen. Deswegen vorerst einmal nur die
Ruhe. Hey, warte mal, ich habe ein Autogramm von Dieter Nuhr. Was für eine geile Sache. Und ich glaube, damit ist es mit der Beruhigung schon wieder weg. Ja? Ich habe hier auf meinem Kanal schon sicherlich das ein oder andere Mal zu oft gesagt, dass ich ein riesengroßer Fan von Dieter Nuhr bin. Und das tatsächlich schon relativ lange. Ich habe mittlerweile neben einigen DVDs aus seinem Sortiment, die ich jetzt auch relativ unvorbereitet dann noch ganz schnell vor die Kamera hole, wo ich damals bereits bei auf seiner offiziellen Homepage bei einem Preisausschreiben gewonnen habe, eine CD von Ich bin's nur mit der Originalunterschrift. Ich habe hier die Original nur die Box mit 5 CDs und seinem Autogramm tatsächlich noch dazu auf jeder einzelnen CD, was eine relativ nette Geschichte ist, weil ich erinnere mich daran, dass Dieter Nuhr damals wie diese Box neu und quasi live im Rahmen der Tour dann auch mitverkauft wurde, in Wien zu Gast war, gab es tatsächlich jemanden, der bei dem Stand daneben die CD-Box gekauft hat und Dieter hat quasi freundlich das Cover signiert und dann hat der Typ gemeint, er hätte auch gern noch ein Autogramm auf jeder einzelnen CD und man hat Dieter wirklich angemerkt, wie sehr ihm das jetzt gerade am Arsch geht, aber er hat es natürlich bereitwillig gemacht und ich fand das relativ witzig und kam dann als, ich glaube damals, keine Ahnung, 15-Jähriger auf die tolle Idee, machen wir dasselbe doch auch. Aber ich muss tatsächlich dazu sagen, so wie ich mich erinnere, hat er mich dann mehr oder weniger schon mit dem quasi wissenden, ironischen Blick, dass ich das eben eh auch nur wegen der Geschichte von vorher gemacht habe, eigentlich eine ganz, ganz nette Sache. Aber Dieter Nuhr gibt es natürlich eben nicht nur auf CD, es gibt ihn auch auf DVD in wiederholter Form hier in meiner Sammlung. Aber bislang gab es eben ein Programm, das ich nur auf CD hatte, nämlich nur die Ruhe. Damals natürlich live gesehen, auch bei seiner Tournee, als er das Programm in Österreich gespielt hat. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ob damals vielleicht gar nicht bekannt war, ob davon überhaupt eine DVD erscheint. Auf jeden Fall war die CD früher dran und es kann auch einfach nur die mir übliche angeborene Ungeduld ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass ich mir dachte, ich möchte diese CD auf jeden Fall haben. Die landete damals gleich beim Release mit einem mit so einem limitierten Goodie in einem schönen Aufklapp-Digipack in meiner Sammlung. Ich muss sagen, ich habe das Ganze dann nicht mehr wahnsinnig viel weiter verfolgt, als ich jetzt dann aber zufälligerweise mal wieder bei unserem österreichischen Thrift Store, bei dieser Carla, eben einem Spendensystem, wo man mehr oder weniger seinen alten Ramsch hinbringen kann und die verkaufen das dann für einen karitativen Zweck, wo man neben Möbeln bis hin zu, ich glaube, kompletten Einbauküchen oder was auch immer, was alles bekommen kann, gibt es auch eine Abteilung für Medien. Und dort schaue ich halt immer wieder gerne vorbei, weil natürlich, nachdem dort Leute ihre Sammlungen hintragen und ihre eigenen Sammlungen auflösen, findet man dann halt auch immer wieder absolute Überraschungen. Teilweise seltene Sachen, vergriffene Sachen, Filme, von denen ich noch nie gehört habe oder eben im Fall von unserer heutigen Geschichte, die DVD-Ausgabe von Nur die Ruhe und das um gemütliche 1,20 Euro. Es war für mich eher schwer, in diesem Fall die Ruhe zu behalten. Aber wie wir eben schon gesehen haben, zeigt dieses DVD-Digipack dasselbe Cover-Artwork, das wir auch damals auf dem CD-Digipack bekommen haben. Sehr schön eigentlich das Ganze angepasst. Das Einzige, was irgendwie fehlt auf der DVD, ist das Autogramm von Dieter Nuhr. Das wertet die CD schon ein bisschen auf. Auf jeden Fall haben wir hier die Aufmachung mehr oder weniger relativ gleich, nur mit einem wirklich interessanten Unterschied, weswegen ich eben sehr froh bin, dass ich da jetzt auch beide Versionen habe. Ich meine, ganz klar, die CD-Version ist natürlich eine deutlich gekürzte, gestraffte Fassung, weil ja auf die CD in dem Fall so um die 70 Minuten draufgehen, das Programm auf der DVD aber dann 103 Minuten läuft, aber dass die CD eben wirklich deutlich früher, 77 Minuten steht drauf, läuft die CD, die DVD dann eben fast 25 Minuten länger. Aber was die DVD in dem Fall, finde ich, so besonders macht, ist, dass sie tatsächlich aufgezeichnet wurde im Februar 2011 im Festspielhaus Salzburg. Und
die CD bereits das Copyright 2009 hat, also ist die DVD 2 Jahre später entstanden, ist aber auch in Österreich entstanden und hat mehr oder weniger als erste Nummer gleich einmal einen Ding namens Danke Österreich. Und das finde ich persönlich dann natürlich relativ cool, wenn da auch der Österreich-Bezug mit dabei ist. Gab ja damals vor allem bei Michael Mittermeier immer noch die Kabarettaufzeichnungen, sowohl in der quasi Standardversion aus Deutschland, beziehungsweise dann eben auch noch speziellen Ausgaben, die für Österreich und ich glaube sogar beim Mittermeier für die Schweiz gemacht wurden, wo halt dann einfach noch zusätzliche Nummern auch mit dabei sind. Das ganze Design hier von der Disc ist natürlich recht ähnlich zur Erinnerung. Es kommen halt auch eben teilweise ähnliche, aber nicht die gleichen Bilder vor, was ich cool finde. Das Disc-Design ist zwar grundsätzlich gleich, aber man merkt echt, dass hier dann 2 Jahre später was Neues gemacht wurde. Und ich bin sehr, sehr gespannt, das Programm jetzt nach über 10 Jahren wieder Revue passieren zu lassen und freue mich echt darüber, nämlich einerseits meine Nur-Sammlung wieder ein bisschen zu erweitert zu haben, beziehungsweise andererseits damit um 1,20 Euro wirklich eines der geilsten Schnäppchen des noch neuen Jahres 2023 gemacht zu haben. Mystery-Thriller haben ein großes Problem. Egal wie spannend oder faszinierend sie sind genau einmal spannend und faszinierend. Man kann sich kaum vorstellen, wie viel von dieser Spannung und Faszination es eigentlich wegnimmt, wenn man schon ganz am Anfang ganz das Ende weiß. Aber das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen einem Mystery-Thriller und einem Mystery-Paket. Weil ganz im Ernst, auch wenn ich, also falls ihr jetzt den Sammelsurium-Clip schaut, mehr oder weniger vor wenigen Sekunden, aber in real time, tatsächlich vor ein paar Tagen, das Mystery-Paket von meinem ganz lieben Supporter André L. bereits kenne und die Inhalte bereits quasi auf mich wirken lassen konnte, ist es jetzt trotzdem bei erneuter genauerer Betrachtung um nichts weniger spannend und faszinierend auf diese Zusammenstellung von absolut großartigen bis kuriosen Dingen zu blicken. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall mit euch gemeinsam noch einmal ein weiteres Mal, vor allem ein genaueres und noch hochauflösenderes Mal auf diese schönen Sachen blicken, die mir André hier zukommen hat lassen. Dazu habe ich eben auch noch den ein oder anderen Kommentar von André bekommen, der eben mich noch nicht erreicht hat, als ich das Ganze live ausgepackt habe. Aber ein bisschen was kann ich klären. So sind beispielsweise diese Dinge hier, nämlich die Suppe, die ich hier bekommen habe, mit tatsächlich 25% mehr Inhalt. Das bedeutet eben, wie von mir eingangs bereits erwähnt, ich muss nur 3 essen, um satt zu werden. Beziehungsweise die Maske und der Play Asia Stay Safe Sticker, das ist mehr oder weniger mein Überlebenspaket für etwaige unangenehme Reviews, wobei ich tatsächlich echt sagen muss, ich finde es ist wahrscheinlich für meine Stimme schon anstrengend genug, meine Videos in dieser Lautstärke zu produzieren, aber dann glaube ich, würde das meiner Stimme tatsächlich noch etwas mehr schaden, aber im Fall habe ich dann zumindest neben meinem warmen Tee, den ich meistens sowieso in der Nähe habe, auch noch etwas warme Suppe. Das ist tatsächlich eine wirklich coole und wirklich kreative Idee. Dazu eben quasi ganz einfache Schleichwerbung für das Festival, das aber schon war, wobei gut, das war offensichtlich zum 71. Mal, also kann es durchaus möglich sein, dass es da noch eine 72. Ausgabe in Bälde gibt. Ich habe dann auch noch einen Medi-Mobs-Gutschein bekommen, wobei nur für Neukunden. Ich glaube, dass Miss Zocki gesagt hat, dass sie ganz dringend irgendein billiges PlayStation-Spiel oder irgendwie ein paar Blu-Rays bestellen muss auf Medi-Mobs. Das muss ich quasi noch genau mit ihr besprechen. Aber was ich definitiv noch ganz besonders genau besprechen muss, vor allem mit dem lieben Dennis, der für diese Beigabe im Mystery-Paket von André gesorgt hat, ist das hier. Noch einmal hier ein genauerer Blick auf Gerhard Müller, das Beste. Lassen wir das ganz kurz
auf uns wirken. Das ist auf jeden Fall einmal Gerhard Müller, das beste Cover, das beste Hintergrund und das beste Frisur. Aber ich glaube, dass das beste Musik, was da drauf ist, dann vielleicht auch noch ein kleines bisschen unterhalten kann. Ihr könnt euch gerne noch einmal die exquisite Titelauswahl hier zu Gemüte führen. Ich weise an der Stelle tatsächlich darauf hin, dass ich das im Live-Unboxing bereits wirklich zur, ich würde sagen, zur Genüge angetan habe. Ich glaube tatsächlich für den Fall, dass Gerhard Müller dieses Video sehen sollte, darf ich das Haus wirklich nur mehr mit schusssicherer Weste verlassen, in der Hoffnung, dass er den Humor von mir teilt, aber in der Befürchtung, dass das womöglich nicht so sein könnte. Sorry, Gerhard. Aber auf jeden Fall eine herrlich skurrile, interessante Beigabe. Und wie gesagt, ich bin ja derjenige, der dank meiner Mystery-Pakete bereits über einem, wie soll ich sagen, veritable Schlager-CD-Sammlung von Helene Fischer über Melissa, ich vergesse immer den Nachnamen, bis hin zu ganz, ganz obskuren, kleineren Künstlern besitzt, beziehungsweise eben derjenige, der sich auch um 50 Cent beim Mediamarkt eine DJ Ötzi CD gekauft hat, weil es Weihnachten war und die DJ Ötzi CD billiger war als ein einfaches Weihnachtsbillet und man quasi dort auch das Geld reingeben konnte. Ah, klug bin ich. Wobei, wo wir gerade bei CD-Hüllen sind, gibt es ja auch welche, in denen, ich weiß, das ist jetzt quasi genau als Nachfolge von dem hier schwer vorstellbar, aber es gibt tatsächlich auch CD-Hüllen, in denen richtig geile Sachen drinnen sind, so wie beispielsweise hier. Das hier ist nämlich der CD-Soundtrack von Bullet Train, einem der genialsten Filme des vergangenen Jahres, für viele die absolute Nummer 1. Ich kann schon einmal so viel spoilern für meine Top 10 Liste der besten Filme 2022. Auf Platz 1 hat es Bullet Train bei mir nicht geschafft. Da gab es mehr oder weniger einen absolut aufgelegten Schummel, den ich da hinauf hieven musste, aber der Film ist natürlich prominent platziert auf der Liste, keine Frage. Und nachdem der Film eben nicht nur ein absolut geiler Film ist, sondern auch einen absolut geilen Soundtrack hatte, freue ich mich tatsächlich ganz besonders drüber, dass mir André in diesem Fall hier die Soundtrack-CD zukommen hat lassen. Die besteht aus 14 Tracks und ist tatsächlich ausschließlich in Japan als physische CD erschienen und das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Bei uns gibt es das eben nur als Stream bzw. als Download und exklusiv in Japan gibt es das Ganze auch als hochwertige physische Version. Eben wundervoll, so wie man es von den japanischen CDs gewohnt ist, hier mit diesem Obi-Stripe, der hier auf der linken Seite ein bisschen auf das Frontcover lappt, hier quasi grundsätzlich die japanische Titelalternative auf dem Spine- bzw. Backcover hat und dann eben trotzdem das grundsätzlich englischsprachig gestaltete Backcover ist, finde ich, auch eine sehr kluge Umgehung quasi von dieser Sprachproblematik und ein, wie ich finde, absolut geniales Cover. Wir bekommen dann hier einerseits ein farbiges Faltblatt mit ein paar Bildern aus dem Film, aber was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass dann etwas kleiner noch einmal dieses Cover in Schwarz-Weiß in diesem Faltblatt enthalten ist, wo wir eben tatsächlich dann noch einmal hier die Tracklist bekommen. Sehr interessant, dass eines von diesen 14 Soundtrack-Liedern nicht einmal eine einzige Minute lang ist. Das ist wahrscheinlich das Lied, das man dann sonst nur auf TikTok oder bei den YouTube-Shorts verwenden kann, um eben hier dafür zu sorgen, dass das Lied komplett ausgespielt werden kann. Aber auf jeden Fall eine absolut geniale Sache. Ich finde ja auch, dass dass vor allem eben das CD-Design hier wirklich wunderschön ist, vor allem auch mit diesem Hintergrund unterhalb von der Disc, beziehungsweise auch mit der Rückseite von diesem Faltblatt, was ja quasi bei uns dann das Keepcase-Cover von diesem Film ist. Aber da muss ich sagen, das ist eine wirklich tolle Überraschung in diesem Mystery-Paket und eine, über die ich mich persönlich wirklich, wirklich wahnsinnig freue.
Aber worüber ich mich tatsächlich auch wahnsinnig, wahnsinnig gefreut habe, das ist diese Blu-ray hier zu dem Film Captain America. Ich habe nämlich tatsächlich zwar schon öfter darüber gesprochen, dass ich mir den 1990 unter der Regie von keinem geringeren als Albert Pyun entstandenen Film Captain America gerne anschauen würde. Ich kenne auch das großartige Nostalgia Critic Review, aber ich bin einfach irgendwie nicht dazu gekommen, dass ich mir diesen Film anschaue, weil ich irgendwie noch nie über eine physische VÖ davon gestolpert bin. Und das hat mir jetzt quasi, da hat mir jetzt quasi André diese physische Stolperfalle in den Weg gelegt. Vielen, vielen Dank dafür. So dass ich mir den Film jetzt endlich anschauen kann. Dazu sei aber an der Stelle gesagt, dass die Version, die wir hier auf der deutschen Blu-ray von Ascot Elite vorfinden, die reguläre Standard-Kinofassung von diesem Film ist und dass es aber einen 10 Minuten längeren Director's Cut gibt, der von vor einigen Jahren, nämlich im Jahr 2011, vom Regisseur Albert Pyun direkt verkauft wurde über eben das Label von seiner Frau Cynthia Kernan. Da gab es, glaube ich, zwei Filme waren das, die Pyun direkt vertrieben hat, die es aber sonst auch gab, nämlich eben einerseits den Director's Cut von Captain America beziehungsweise den Slinger Cut von Cyborg. Wobei bei Cyborg einige durchaus interessante Unterschiede vorgelegen sind, ist es beim Director's Cut von Captain America tatsächlich ein paar obskure Sachen, die da geändert wurden, dass die Titeleinblendung zum Beispiel fehlt und so weiter, aber dass es eigentlich nur ein circa 12-minütiger Szenenblock ist, wo Steve Rogers quasi durch diese neue Gesellschaft geht und sich einfach nicht auskennt und mehr oder weniger melodramatisch durch die Gegend schaut. Das ist wahrscheinlich eine Aneinanderreihung von 11 Minuten Zeitverschwendung, wo ich ehrlich gesagt sehr froh bin, als ich dann mitbekommen habe, dass diese nicht in der Fassung des Films enthalten sein werden, die ich mir anschaue. Da glaube ich, bin ich mit dieser normalen Kinofassung nicht nur gut, sondern auch sogar besser bedient. Und apropos, ich habe vom lieben André einen Arbeitsauftrag erhalten. Gut, das ist ja natürlich nichts Neues. André hat ja eben durch seinen Patreon-Support bereits seit mittlerweile fast 3 Jahren einmal pro Monat ein Wunsch-Quickie-Review frei. Und nachdem er mich im Dezember durch Christmas Planner und im Jänner durch die Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer gejagt hat, gibt es im Februar quasi zur Entspannung tatsächlich eine international extrem erfolgreiche koreanische Telenovela-artige Serie. Und ich muss, glaube ich, tatsächlich dazu sagen, dass ich noch niemals in meinem ganzen Leben auch nur eine einzige Folge von irgendeiner Telenovela jemals gesehen habe und tatsächlich auch gar nicht vorhatte, das zu ändern. Aber nach dem, was mir André gesagt hat, ist diese Serie hier namens Crash Landing on You tatsächlich nicht nur wahnsinnig erfolgreich, sondern auch wahnsinnig gut und vor allem wahnsinnig abwechslungsreich in ihren insgesamt 16 Episoden. Und da hat er mir eine physische Veröffentlichung aus dem asiatischen Raum zukommen lassen, wobei diejenigen, die sich für die Serie interessieren, die auch in angeblich hervorragend deutsch synchronisierter Qualität auf Netflix schauen können. Das ist aber eben, wie gesagt, eine Sache. Entweder man möchte das Ganze deutsch synchronisiert haben oder man möchte das Ganze lieber physisch haben. In dem Fall glaube ich tatsächlich, dass ich hier eher meinen Netflix-Groll ablegen werde, als dass ich 16 Folgen hindurch, das sind ja dann immerhin, steht das irgendwo da drauf? Nein, es steht keine Gesamtlaufzeit da, aber eben die 16 Folgen hindurch tatsächlich die Untertitel mitlesen möchte, das kann ich mir nämlich tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube, dass ich mir da eher die gestreamte Version gönne. Aber es ist trotzdem immer irgendwie eine coole Sache, wenn man zumindest etwas in der Hand haben kann. Vor allem eben einen ganz nett verarbeiteten Schuber mit diesem schönen stoffartigen Effekt, beziehungsweise eben auch hier mit diesem partiellen Spotlack, sowohl vorne als auch hinten. Und ich finde auch ehrlich gesagt irgendwie diese aufklappbare Tasche schon fast ein kleines bisschen putzig. Aber das nächste, was ich in dem Fall noch ansprechen möchte, das finde ich ehrlich gesagt alles andere als putzig, weil Sony
Was zum Teufel ist los mit euch? Und ich meine, ich muss sagen, Sony ist in dem Fall jetzt quasi nicht derjenige, der als Erster das sinkende Schiff verlässt. Sony ist, glaube ich, in dem Fall eher derjenige, der zuerst das Loch in die Außenmauer des, die Außenwand des Schiffs hineinbohrt, nur um dann abzuspringen. Weil ganz im Ernst, ich kann verstehen, nicht akzeptieren oder tolerieren, dass leider momentan offensichtlich der physische Markt auf dem absterbenden Ast ist und leider immer mehr Labels und Firmen davon Abstand nehmen. Es weniger Firmen gibt, die Player beispielsweise herstellen, beziehungsweise eben auch Firmen immer mehr von physischen Veröffentlichungen absehen und das Ganze mehr ins Streaming bringen. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, dass mehr oder weniger der Erste, der ganz groß angekündigt und mit Anlauf dem Blu-ray-Format den Rücken kehrt, derjenige ist, der das verdammte Blu-ray-Format erfunden hat, nämlich Sony. Und das ist etwas, ich kann es nicht verstehen. Ich bin ehrlich gesagt relativ traurig und auch ziemlich entsetzt, dass es immer mehr große aktuelle Kinofilme gibt, die wir zwar auf DVD und Blu-ray ins Heimkino geholt bekommen, aber nicht in voller 4K-Auflösung. Da ist eben beispielsweise Universal zu nennen, die, glaube ich, auch für die großen nächsten kommenden Kinoblockbuster keine 4K-Veröffentlichung mehr anbieten. Und ich glaube, dass 4K irgendwann mal dazu verkommen wird, dass man es nur von ganz alten Filmen, von ganz kleinen Labels bekommt, während die großen eben mehr oder weniger den technischen Rückschritt zelebrieren. Und da schreitet quasi keiner dermaßen groß, mit großen Schritten beziehungsweise zielstrebig zurück wie Sony. Denn nicht nur, dass sie einige von ihren aktuellen Kinoblockbustern nicht in 4K veröffentlichen, sie veröffentlichen sie nicht einmal auf Blu-ray. What the fuck! Sony, der Erfinder der Blu-ray, veröffentlicht seine großen Filme wie beispielsweise Bodies, Bodies, Bodies oder The Woman King nicht auf Blu-ray, nicht in High Definition. Es gibt als deutsches physisches Heimkinomedium ausschließlich eine DVD und ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr mir als Sammler und als Fan von physischen Heimkinomedien im Jahr 2023 das körperliche Schmerzen bereitet, so etwas sagen zu müssen. Sony, what the fuck are you thinking? Ich meine, wer im deutschsprachigen Raum eine HD-Version von diesen großen Filmen haben möchte, der kann sie sich ja streamen beziehungsweise als Download kaufen. Das ist so fucking traurig. Und es bringt mich eben zu dem Film, den ich da jetzt vom André im Mystery-Paket bekommen habe, nämlich Eingeschlossene Gesellschaft. Mehr oder weniger eine Komödie über ein durchgeknalltes Lehrerzimmer, wo ich einen Trailer davon gesehen habe und mir gedacht habe, hey, das klingt nach einem coolen Film, den möchte ich definitiv sehen, aber ist jetzt nicht unbedingt was, wofür ich ins Kino gehen möchte. Aber es ist dann doch schon etwas, das ich vielleicht in etwas mehr als, was ist es, 576i Auflösung sehen können möchte. Also ganz im Ernst, mittlerweile gibt es Blu-rays schon so lang, dass mir ein Major-Studio nicht einreden kann, dass man diese Produktionskosten für eine Standard-Blu-ray nicht in Kauf nehmen kann, dass man vielleicht bei kleineren, unbekannteren Filmen eine 4K-Version nicht unbedingt zwangsläufig finanzieren kann. Ja, das leuchtet mir ja sogar noch ein kleines bisschen ein, aber eine fucking Blu-ray! Das muss doch verdammt nochmal drinnen sein. Vor allem, weil Eingeschlossene Gesellschaft sogar noch einer der Titel ist, wo Sony sogar noch eine Blu-ray angekündigt hat, die dann allerdings offensichtlich wieder gestrichen wurde, weil ich konnte eben leider keine Spur von einer solchen Blu-ray irgendwo finden. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil ich weiß, dass die quasi Pixel und die Auflösung nicht die Qualität eines Films verändern können, aber es verändert schon irgendwie den Spaß am Film schauen, wenn das Ganze einfach besser ausschaut. Und ich weiß, dass das Ganze quasi Teil von einem relativ großen Plan ist, der auch beispielsweise keine Wendecover und keine Disc-Designs offensichtlich mehr inkludiert, von Sony mehr oder weniger
die physisch angebotenen Medien extrem zu reduzieren, was wahrscheinlich auch mit den gestiegenen Rohstoffpreisen, mit dem geschrumpften Markt zu tun hat. Das ist alles alles ansatzweise irgendwie verständlich. Aber dass sie den Katalog quasi gleich einmal auf nur 300 zu einem gewissen Zeitpunkt physisch ausgewerteten Titeln zusammenschrumpfen lassen und dass sie dann aber selbst bei diesen Filmen, selbst bei Oscar-Kandidaten nicht einmal den Weg auf eine Blu-ray noch gehen, das finde ich absolut unverständlich. Das finde ich aber auch quasi vom Papa des Formats mehr oder weniger unverantwortlich. Insbesondere, dass der Schritt dann auch so kurz danach kommt, dass man, hey, zum Glück die PS5 dann doch auch noch in einer Laufwerkversion veröffentlicht hat. Aber eines kann ich mittlerweile schon relativ sicher prophezeien, die PS6 wird es wahrscheinlich nicht mehr mit Laufwerk geben und damit wird es die PS6 dann wahrscheinlich auch nicht mehr bei mir geben. Weil eines ist für mich klar und da werden mich jetzt wahrscheinlich einige Leute einen Idioten nennen, aber das ist mir Scheißendreck egal. Ich finde, dass der Akt des Filmgenusses ein Regal, den Gang quasi zu einem Gerät, das Einlegen eines Mediums, den Start und diese ganzen Sachen einfach mit dazu hat. Das sind ja quasi dieselben Leute, die sagen, na, mir ist das wurscht, ob ich das streame, die aber auf der anderen Seite sagen, nein, ein Elektroauto kann ich mir nicht vorstellen, weil das macht nicht so schön brumm brumm wie meine alte Brennerkiste. Und das ist irgendwie was, was ich nicht verstehe. Für mich inkludiert der Filmgenuss eben das brumm brumm von einem Laufwerk neben dem Fernseher. Und ich weiß nicht, warum mich das gerade so triggert. Wahrscheinlich eben wirklich, weil es Sony ist. Warum? Sony ermordet quasi ihr eigenes Kind. Ihr eigenes Baby, ihr eigenes Format. Sie haben so lange gekämpft vor x Jahren gegen die HD-DVD. Sie sind siegreich hervorgegangen, nur um jetzt dann quasi 2023 einen komplett ehrenlosen Formatsuizid zu begehen. Das ist unfasslich und ich kann wirklich nur hoffen, dass Sony diese unpackbar grausliche und sammlerfeindliche Entscheidung so schnell wieder zurücknimmt, dass nicht noch irgendwelche anderen Labels und Studios auf die Idee kommen können, auf die blöde Idee kommen können, ihnen dann nachzuziehen, weil sonst, wenn es einmal so weit geht, dass so große Labels so einen Schaden anrichten, dann war's das bald komplett mit den physischen Filmveröffentlichungen und das wäre eine Katastrophe. Aber zum Glück gibt's ja noch ein paar so quasi wie war das am Anfang von Asterix, die letzte Bastion, das letzte kleine gallische Kaff an kleinen gallischen Sammlern, die da noch übrig geblieben sind und die dem Ganzen quasi noch Einhalt gebieten wollen und da gehöre ich ja natürlich dann auch dazu. Aber was ich mir an der Stelle dann ebenfalls noch einmal kurz anschauen möchte, ist der Film Night Shift, auch bekannt unter dem Titel Police, beziehungsweise dem deutschen Titel Bis an die Grenze. Auch das im Übrigen ein Film, der hier auf der Berlinale gelaufen ist, der über Sky abrufbar ist, aber wo auch zumindest laut OFDB kein deutscher physischer Release bekannt ist, weder einer, der bereits erschienen ist, noch einer, der vielleicht einmal in naher bzw. ferner Zukunft geplant ist, weswegen mir der liebe André in diesem Fall die amerikanische DVD von Icarus Home Video zukommen hat lassen. Und wie gesagt, auch das ist eben ein aktueller Film mit unter anderem Omar Sy aus Ziemlich beste Freunde in der Hauptrolle. Und auch das ein Film, wo es offensichtlich, denke ich mal, nur eine DVD geben wird, weil sonst glaube ich schon, dass André zur Blu-ray gegriffen hätte. Und das ist ebenfalls wieder eine Sache, die einfach schade ist, weil so gering quasi der qualitative Zugewinn im Vergleich von einer Standard Blu-ray auf eine 4K UHD teilweise ist, vor allem wenn es sich eben bei der 4K-Scheibe dann nur um 2K Digital Upscales handelt, das ist ja noch irgendwie nachvollziehbar, dass dieses Format mehr oder weniger eine quasi Totgeburt war. Das ist halt eben durch die Master-Situation dann irgendwie erklärt worden. Aber der Unterschied in Sachen Farben, Kontrast, Schärfe,
Kompression und quasi eigentlich allem von einer Blu-ray gegenüber einer DVD ist dermaßen massiv, dass ich ehrlich gesagt mit Ausnahme von irgendwelchen ganz alten VHS-Only-Titeln nicht damit gerechnet habe, dass ich jemals wieder dazu kommen werde, Filme auf DVD zu schauen, vor allem eben nicht irgendwelche aktuellen Filme. Das finde ich persönlich, ich weiß gar nicht, ob ich es mehr schade oder traurig finde, aber es ist mehr oder weniger eine Mischung aus schade und traurig. Es ist quasi schaurig. Sorry. Alles hat ein Ende, nur Sharknado hat keins. Das ist zumindest das, was sich das trash-affine Publikum in den 2010er Jahren denken konnte. Nachdem The Asylum im Jahr 2013 mit dem Tornado gefüllt mit Hain ungefähr den Erfolg hatte, den man bei dem Konzept einen Tornado gefüllt mit Hain eigentlich auch erwarten hätte können, quasi dasselbe wie einer Bombe gefüllt mit Hain, hatte, kamen dann jährlich neue Sequels auf den Markt und bis ins Jahr 2018 dachte man, das ist etwas, das würde, wie es teilweise dann eben schon parodiert wurde in einigen anderen Filmen, bei Jaws 34 oder Saw 19 enden. Aber tatsächlich war dann der sechste Teil aus dem Jahr 2018 der letzte Sharknado, der zumindest bis jetzt, jemals produziert wurde. Und damit habe ich jetzt mit dem passend betitelten Sharknado The Last One von meinem lieben Patreon-Supporter André L. auch damit tatsächlich das Last One von diesen deutschen Future Packs bekommen. Und ganz ehrlich, schaut euch diese designtechnische Meisterleistung an. Das ist absolut genial. Alle sechs Dinge sehen nebeneinander einfach absolut perfekt und genau gleich aus. Und da bin ich jetzt übrigens einmal gespannt, weil wir uns ja eben die ersten fünf bereits in separaten Videos angeschaut haben und dabei auf einige interessante Gemeinsamkeiten gestoßen sind. Beispielsweise, dass man teilweise eben ganz gerne einfach paar genau dieselben Blitz quasi JPEGs verwendet hat. Aber was ich eben auch grundsätzlich bei diesem Cover-Stil relativ interessant finde, das ist die Tatsache, dass wir auf allen diesen sechs Future Packs auf dem Cover unterschiedliche Personen vorfinden. Beim ersten Teil war es noch Ian Ziering, der Hauptdarsteller, dann hatten wir Tara Reid, dann hatten wir, keine Ahnung eigentlich, wer das ist, dann hatten wir David Hasselhoff, dann hatten wir Dolph Lundgren und jetzt haben wir wieder keine Ahnung, wer das ist. Aber ganz im Ernst, das ist natürlich ein relativ cooles Ding, vor allem für mich als Fan von einheitlich gestalteten Reihen, respektive einheitlich gestalteten Spines, ist das hier natürlich ein absoluter Genuss. Wir bekommen auch in dem Fall jetzt eben wieder hier diese C-Card auf dem Frontcover, die sowohl oben als auch unten ein bisschen auf dieses Frontcover lappt und dabei auf dem Backcover dann natürlich die klassischen Informationen rund um diesen Release bietet. So kehren eben auch Ian Ziering und Tara Reid wieder zurück für diesen letzten Film und das, was wir dann eben hier bekommen, man merkt es, man hat das Konzept vom ersten Teil sicherlich nicht noch weiter übertrieben, nein, ist wieder eine Future Pack Edition, die limitiert ist auf nur 1000 Stück und hier auf dem Backcover durchnummeriert. Wir sehen dann hier auf dem Frontcover quasi unser aller Lieblingsblitz, den wir eben auch schon bei den letzten Steelbooks gesehen haben, bei den letzten Future Packs gesehen haben, beziehungsweise auch, natürlich kommen immer wieder andere Elemente auch bei mehreren von diesen Steelbooks hier auf dem Cover vor. Wir haben ganz einfach so, wie wir es eben gewohnt sind, auch hier das klassische Hai-Bild, das hier nur marginal anders aussieht, als wir es bei anderen Steelbooks oder Future Packs hatten. Ich glaube sogar, hoppala, Verzeihung, ist das nicht sogar derselbe Hai, der hier auf dem Teil von The Force Awakens war? Also das ist natürlich etwas, das merken wir schon relativ deutlich. Ja, es ist auch genau hier der exakt gleiche Hintergrund, nur der sogar der untere Teil ist genau gleich. Da merkt man natürlich, dass Great Movies offensichtlich nicht nur teilweise nicht ganz so die Great Movies, sondern auch nicht die Great Designers hat. Nein, Daredo hat diese Media
diese Steel, not diese Future Packs veröffentlicht in Zusammenarbeit mit White Pearl Movies. Aber das ist natürlich, finde ich, schon eine relativ witzige Sache, dass man hier quasi einfach tatsächlich vor 1 zu 1 den David Hasselhoff-Hintergrund vom vierten Teil ganz einfach, ja, keine Ahnung, wenn man Zach Galifianakis auf Wish bestellt, gestellt hat. Aber wir bekommen dann natürlich eben hier auf dem Backcover auch eine, muss man sagen, recht interessante Designentscheidung. Dabei handelt es sich aber natürlich, wie eben auch bei den ersten 5 Future Packs, um das Standard Artwork, das eben auch zum Beispiel für die Keepcase-Veröffentlichungen verwendet wurde, da quasi direkt neben, ja, keine Ahnung, Cinderella oder so, beziehungsweise einem der Retterin auf dem Pferd. Das könnte tatsächlich ganz original auch so ein fiktives Fake-Filmplakat aus dem Universum von Borderlands oder sowas gewesen sein. Das ist auf jeden Fall herrlich absurd und ich finde es absolut genial, dass man eben natürlich auch dieses Motiv hier in dem Future Pack vorfindet. Dazu gibt es dann natürlich eben auch im Inneren hier wieder dasselbe Design, das wir auch auf dem Frontcover Artwork hatten, hier auf der DVD beziehungsweise auf der Blu-ray. Und dann gibt es hier ganz offensichtlich noch ein, da haben sie sich wahrscheinlich getäuscht, irgendwie ein scheinbar Innendesign aus Jurassic Shark oder Jurassic Prey wahrscheinlich eher. Nein, ist auf jeden Fall ebenfalls hier wieder ein Innendesign mit jetzt nicht ganz so farbenfroher Präsentation, aber auch das ist, denke ich, etwas, das wir auch bei den anderen Future Packs hier gesehen haben, dieses quasi schwarz-weiß Artwork, wenn ich jetzt da nochmal exemplarisch hier Global Swarming hernehme, ist aber in dem Fall, finde ich, doch wieder ein relativ cool gewordenes, relativ gut gelungenes Motiv und generell ein Film-Franchise, wo ich mich sehr freue, jetzt endlich meine alte hässliche Metallbox mit den ersten fünf Teilen in verdiente Rente schicken zu können, weil ich jetzt eben erstens alle Filme habe und das Ganze zweitens auch in einer recht netten, schönen, einheitlichen Edition, auch wenn man sagen muss, dass man mehr oder weniger beim Cover-Design quasi sämtliche Recycling-Register gezogen hat. Aber das hier macht, finde ich, eine Menge davon wieder wett. Diese Einheitlichkeit ist einfach faszinierend und wundervoll. Und deswegen kann ich an der Stelle jetzt wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank an meinen lieben Supporter André dafür, dass du mich mit der kompletten sechsteiligen Sharknado Future Pack Reihe beglückt hast. Und damit sage ich an der Stelle noch einmal fettes Danke an André, beziehungsweise ein Bonus-Danke an Dennis für dieses absolut großartige Mystery-Paket. Ich habe mich riesig gefreut über die einzelnen Sachen. Es waren einige großartige Überraschungen mit dabei. Vielen, vielen, vielen Dank. Da habe ich da auf jeden Fall einerseits natürlich für die Reviews, beziehungsweise andererseits, falls ich irgendwann einmal meine Ohren foltern möchte, mit dem Besten, was der Beste jemals zu bieten hatte. Gut, wobei, man kann leicht sagen, das Beste, weil ich kann ja auch sagen, hey, das war mein bester Witz. Das heißt ja noch lange nicht, dass er in irgendeinem Konkurrenzkampf gut wäre. Naja, auf jeden Fall ein großartiges Mystery-Paket, das auf jeden Fall sich vor keiner Konkurrenz verstecken müsste. Vielen, vielen Dank, freue mich riesig über das geile Paket. Und ich muss aber tatsächlich an der Stelle dazu sagen, dass das nicht einmal das einzige kongeniale Mystery-Paket war, das ich in der vergangenen Woche bekommen habe. Denn auch mein ganz lieber Patreon-Supporter Martin Kalis hat für mich jetzt zum zweiten Mal ein Mystery-Paket bereitgehalten. Und ich muss mich an der Stelle tatsächlich bei Martin entschuldigen, weil ich ganz am Anfang, wie ich dieses Sammlungsupdate aufgebaut habe, tatsächlich auf etwas vergessen habe. Es waren zwei Dinge in seinem Mystery-Paket drinnen und ich habe tatsächlich darauf vergessen, auch die extra von ihm für mich angefertigten T-Shirts ebenfalls ins Bild zu holen. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid. Ich habe keine Ahnung, wieso mir das passieren konnte. Ich weiß, kann es tatsächlich schon ansatzweise zumindest ein bisschen erklären.
Weil ich leider einfach die T-Shirts ein bisschen woanders hingelegt habe als die restlichen Sachen und damit ganz einfach beim Aufbauen übersehen habe. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber jetzt habe ich sie natürlich auch hier und wir können uns noch einmal die coolen Goodies anschauen, die ich von Martin in seinem Mystery-Paket bekommen habe. Mystery-Pakete sind für mich etwas absolut Geniales, weil, ganz ehrlich, selbst eben beim zweiten Mal, beim genaueren Betrachten, ich einerseits noch einmal überrascht davon bin, nämlich nicht nur, was meine ganz lieben Zuschauer und Supporter teilweise für Geld in die Hand nehmen, um mir mit einem Mystery-Paket eine Freude zu machen, sondern vor allem auch, was für Gedanken und für eine Kreativität in diesen Mystery-Paketen drinnen stecken. Ich glaube, eine der größten Überraschungen, die ich hier auf meinem Kanal in den letzten Monaten bis fast Jahren bekommen habe, ist dieses Paket von meinem ganz lieben Patreon-Supporter Martin Kalis, den wir natürlich eben auch kennen als Administrator seiner Facebook-Gruppe Stars and Me, wo man Fotos von sich mit berühmten Persönlichkeiten teilen kann oder aber man druckt sich einfach selber ein T-Shirt mit seinem eigenen Gesicht drauf, weil ich glaube auch tatsächlich, dass ich der einzige Mensch auf dieser Welt wäre, der freiwillig mit einem T-Shirt mit meinem Gesicht drauf herumlaufen würde. Aber tatsächlich habe ich mir so etwas bislang noch nicht gegönnt, habe aber jetzt dank Martin diese Möglichkeit. Ah, deswegen hast du mich vor Wochen mal gefragt, wie die Schriftart von meinem quasi Kanal-Logo-Schriftzug heißt. Absolut, absolut genial. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt hier nämlich noch einmal in der größeren Aufnahme anschauen, dann sehen wir ja eben wirklich, wie sehr er sich da bemüht hat, das Ganze sauber auszuschneiden, wie schön das Ganze eben auch hier auf dieses T-Shirt gedruckt ist. Das ist eine richtig, richtig geile Sache und davon habe ich dann eben tatsächlich vom lieben Martin auch gleich zwei Versionen, zwei T-Shirts bekommen. Eines davon in der quasi für mich jetzt passenden Größe M, beziehungsweise so, wenn es so weitergeht, dann auch die in ein paar Monaten passende Größe L. Mit noch einmal demselben Motiv. Absolut genial. Ich finde es wirklich wundervoll und ich freue mich echt riesig drüber, dass ich das jetzt haben darf. Das ist eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz liebe Überraschung, aber das war nicht einmal das Einzige, das in diesem fantastischen Mystery-Paket enthalten war, sondern da hat noch eine wirklich geniale Überraschung auf mich gewartet. Zombie-Fans sind ja quasi immer ein kleines bisschen im Clinch. Was können Zombies eigentlich? Können die schlurfen? Können die laufen? Können die teilweise vielleicht sogar klettern? Aber können sie unter Umständen sogar reiten? Das ist zumindest die Geschichte, die sich Armando de Osorio mit seinem Tombs of the Blind Dead beziehungsweise eben auch der Nacht der reitenden Leichen angenommen hat. Und das hat ja ebenfalls zu einem umfangreichen Franchise mit insgesamt vier verschiedenen Teilen gebracht. Und ja, Zombies können anscheinend dann tatsächlich auch reiten und klettern, beziehungsweise in erster Linie, dass selbst dann, wenn sie in Wirklichkeit blind sind, ich glaube, ich denke mal schon wieder zu viel drüber nach. Aber worüber man definitiv nicht genug nachdenken kann, ist diese absolut großartige Figur oder Büste, die es über Freakland Props and Collectibles gibt und die mir mein lieber Supporter Martin Kalis hier für meinen Kanal beziehungsweise für mich zukommen hat lassen. Das ist eine, finde ich, wirklich großartig gearbeitete Figur. Wenn ich mir hier anschaue, wie eben diese individuelle Nummer von den insgesamt 500 Stück hier in die Basis geritzt ist und diesen weißen Stoff, dieses weiße Material sehe, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es sich hier wahrscheinlich um ein Plastik aus dem 3D-Drucker handeln könnte, das dann eben hier entsprechend dann noch behandelt und bemalt wurde, was ich deswegen ganz besonders interessant finde, weil es so eine
wirklich absolut genial anmutende Holzoptik eigentlich hat, beziehungsweise eben nicht nur das Hölzerne von der Basis, sondern eben auch das Lederne von dieser Kutte hier, finde ich absolut genial rüberkommt bei dieser Büste. Das ist wirklich wunderschön gemacht und dann haben wir dann eben noch hier in dem Gesicht von dieser reitenden Leiche, diese einzelnen Falten, die hier wirklich absolut wunderschön rüberkommen, vor allem auch diese tiefen, leeren Augenhöhlen, dieser aufgeklebte Bart, das ist eine wirklich feine Sache, vor allem, weil ich es dann eben auch noch genial finde, dass diese Version, nämlich genau diese, die sich da jetzt mehr oder weniger vor uns dreht, dann auch noch quasi ein offizielles Collectible ist, weil diese Büste, die von Domingo Liscano gemacht wurde, sogar eben von dem Darsteller Lone Fleming supervised wurde, der eben in dem reitenden Leichenuniversum eine Rolle gespielt hat. Das ist ebenfalls noch etwas, was hier mit dieser Büste mitkommt, nämlich eben unser Certificate of Authenticity. Das ist, finde ich, eine wirklich geniale Sache und ein richtig schönes, richtig liebevoll gemachtes Sammlerstück. Und damit kann ich tatsächlich nur noch einmal, warte mal, da habe ich ja tatsächlich noch etwas vergessen. Wenn ich dann nämlich hier noch einmal in mein Kuvert hineinschaue, da ist nämlich noch einmal zusätzlich zu diesem Film eine limitierte Posterkarte mit dabei. Hier mit dem Originalplakatmotiv von der Nacht der reitenden Leichen, wo eben zum Beispiel auch der Schauspieler Lone Fleming mit erwähnt ist, beziehungsweise dass er eben auch hier noch einmal unterschrieben hat auf der Seite. Das heißt, man bekommt quasi zusätzlich noch zwei Autogramme von dem Schauspieler beziehungsweise sein Zertifikat beziehungsweise seine Büste. Das ist, wie ich finde, eben eine absolut großartige Kombination. Und was ich an der Stelle jetzt abschließend noch sagen muss, ist, dass Martin ja sogar noch so nett war und mir einen kleinen netten Begleitbrief zu seinem Mystery-Paket zugeschrieben hat, mich wirklich schön geschrieben und das sieht man jetzt, finde ich, in der 4K-Auflösung auch ganz besonders deutlich. Vielen, vielen, vielen Dank an dich, Martin, für die großartige Überraschung und für dieses großartige Mystery-Paket. Du hast mir eine Riesenfreude gemacht damit, vor allem weil du es auch wirklich geschafft hast, nicht nur eine, sondern gleich zwei Ideen in diesem Mystery-Paket zu vereinen, mit denen ich allesamt niemals gerechnet hätte. Also ganz im Ernst, wenn du mich vorher gefragt hättest, was ich glaube, dass in diesem Paket drinnen ist, ich glaube, der tatsächliche Inhalt wäre nicht einmal in der Top 100 dabei gewesen. Und gerade deswegen freue ich mich so riesig drüber und bin so schön überrascht. Vielen, vielen und damit bleibt mir abschließend eigentlich gar nicht mal viel mehr anderes übrig, als mich auch bei euch allen anderen zu bedanken, nämlich dafür, dass ihr auch heute wieder am Sonntag um 17 Uhr meine Stimme dermaßen lang ertragen habt. Denn das heutige Sammlungsupdate ist damit dann auch schon wieder zu Ende. Es war ein für mich großartiges Sammlungsupdate, ein wundervolles Sammlungsupdate, das mir nämlich nicht nur eines, sondern gleich zwei wahnsinnig coole und vor allem wahnsinnig überraschende und abwechslungsreiche Mystery-Pakete gebracht hat. Eingekauft habe ich in der vergangenen Woche zwar nicht wahnsinnig viel, dafür aber wahnsinnig billig. Das ist durchaus eine Kombination, mit der ich leben könnte. Und ich hatte heute mal wieder wahnsinnig viel Spaß, dieses Sammlungsupdate für euch auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, dass ihr auch beim Zuschauen verhältnismäßig Spaß oder sowas ähnliches hattet. Vor allem würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dann irgendwie in der nächsten Zeit hier auf meinem Kanal wiedersehen. Ich werde natürlich im Laufe der nächsten Woche mit dem ein oder anderen Review wieder für euch da sein und am Donnerstag gibt es natürlich eine brandneue Folge Depp und Depp hat vielleicht den ein oder anderen Livestream drüber gezuckert zwischendurch. Aber egal, ob euch davon was interessiert oder nicht, ich hoffe, dass wir uns allerspätestens in exakt einer Woche wiedersehen, am Sonntag um 17 Uhr zur nächsten Ausgabe vom Sammlungsupdate. Und bis dahin sage ich Ciao!